Die Straßen in Miami sind menschenleer. Der sonstige Touristenmagnet an der Ostküste Floridas wie ausgestorben. Automaten sind in Folie verpackt, Geschäftsfronten vernagelt. Miami ist bereit für Hurricane Irma. Nur wenige wollen dem Wirbelsturm in dieser Geisterstadt trotzen. Sie fühlen sich sicher in den modernen Hochhäusern mit angeblich hurrikanfester Verglasung. Wir haben uns mit Wasser und Lebensmitteln versorgt und etwas vorgekocht. Auch für unseren kleinen Hund haben wir gesorgt. Und Rick hat sich gerade für mehrere Millionen Dollar eine 27-Meter-Yacht gekauft, die er nun im Hafen fest verteut. Das ist meine einzige Sorge. Meine Autos stehen sicher, das Haus ist sicher, aber diese große Investition, sagt Rick und schlägt die Warnungen des Gouverneurs von Florida in den Wind, der immer wieder mahnt: This is a life-threatening situation. Dies ist eine lebensbedrohliche Situation. Warten Sie nicht länger und bringen Sie sich in Sicherheit. Nicht in einer Stunde, sondern jetzt. 6,5 Millionen Menschen wurden aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Viele von ihnen, zu viele, haben sich erst spät entschlossen zu gehen. In langen Schlangen warten sie nun vor den Turnhallen, Schulen und Sportarenen auf einen der begehrten Plätze. Doch viele Unterkünfte sind bereits voll belegt. Wir sind so dumm, wir hätten viel eher kommen sollen. Denn aus Miami raus kommt fast keiner mehr. Die meisten Tankstellen sind geschlossen und am Flughafen von Miami sind alle Flüge gestrichen. Und so kampieren die Gestrandeten hier nun auf einem provisorischen Matratzenlager in Erwartung des Jahrhundert-Hurrikans Irma.